In diesem Produktvideo schauen wir uns von Hama zwei Gegenlichtblenden an mit Objektivdeckeln. Und zwar ist das einmal die Version für 77 mm und eine Version für 58 mm. Ich werde dieses Produktvideo anhand der Version mit den 77 mm vorstellen und die schauen wir uns mal genau im Detail an. Die Gegenlichtblende ist natürlich genau auch wie der Objektivdeckel hochwertig verarbeitet. Die Technik ist ganz kurz erklärt. Wir haben hier diese beiden kleinen Distanzstücke auf der Innenseite, die so ein bisschen hervorzeigen und dann hier einmal so zwei kleine Druckmechanismen. Wenn ich die einfach zusammendrücke, dann sieht man auch, dass diese beiden Distanzstücke an der Seite hier einfach zusammengehen. Diese sind wiederum an der Seite hier auch mit einer gewindeartigen kleinen Ausfräsung versehen und zum Anbringen muss man natürlich jetzt hier einfach dann diese beiden Stücke zusammendrücken, auf das Objektiv anbringen und dann einfach, wenn es angesetzt ist, dann wieder loslassen. Da muss man auch ein bisschen üben, braucht man noch ein bisschen Kraft in den Fingern. Hier ist also ganz gut Spannung drauf, was natürlich wiederum den Vorteil hat, dass diese Blende also so ohne weiteres jetzt nicht einfach abgeht. Man kann also Stöße auch ganz gut ab und der Objektivdeckel wird dann dementsprechend auch ganz einfach so angebracht. Da haben wir einen sogenannten Innengriff. Auch mal ganz kurz demonstrieren, was das ist. Sieht man hier auch vom Mechanismus. Der große Vorteil ist der, dass man halt eben direkt in das Objektiv reingreift, hier auf den Deckel, um den dann einfach so abzumachen. Viele Objektivdeckel haben diesen Mechanismus einfach nur an der Seite und da ist es ein bisschen hakelig, weil der Abstand dann halt eben vom Objektivdeckel zum Kelchaußenrand hier von der Gegenlichtblende ist dann meist sehr schmal und wenn man da am Rand rumdrücken muss, das ist dann immer ziemlich fummelig. Das Problem haben wir nicht, zeige ich Ihnen auch gleich direkt. Der Objektivdeckel wird auch ganz einfach hier angesetzt. Wenn er aufgesetzt ist, dann einfach wiederum loslassen. Zum Lösen einfach hier reingreifen, also jetzt nichts hier mit dem Rand, was ich Ihnen gerade auch gezeigt habe, sondern einfach hier reingreifen, zusammendrücken und dann kann der Objektivdeckel einfach abgenommen werden. Das war also hier der kleine, schnelle Produktfilm über die Hama Gegenlichtblende, kurz vorgestellt für das 58er Modell auch, was wir hier haben, anhand der 77 mm Version, die Gegenlichtblende natürlich mit dem dazugehörigen Objektivdeckel, der außerdem auch angebracht werden kann, wenn man die Gegenlichtblende nicht verbindet. Wie geht das? Ganz einfach, ne? Einfach hier wieder lösen. Und dann hier noch einmal mit der kleinen Kamera demonstriert, damit Sie auch sehen, dass das geht. Zack, so einfach anbringen. Das bedeutet, Sie können also halt eben sowohl als auch oder beides zusammen benutzen.